Rechts und Alexander Gorschkowosow hier im Vordergrund. Kopfsprung rückwärts gehechtet. Sehr, sehr gut. Und wenn ich über Sascha Klein und über Patrick Austin gesprochen habe, dann bedeutet das, dass dennoch aber ein deutsches Paar dabei ist. Das werden Florian Pfandler aus Halle und Timo Bartel aus Dresden sein. Mit der Startnummer 4 direkt nach dem jetzt gleich folgenden Team aus Russland. 6 Sprünge werden die Paare zeigen. Die ersten beiden mit begrenzter Schwierigkeit. Der Schwierigkeitsgrad in dieser ersten Runde und auch in der zweiten darf bei maximal 2,0 liegen. Das sind meistens halbe Drehungen, manchmal auch 1,5 Drehungen. Rechts sehen wir Alexander Belevtsev und hier im Vordergrund Nikita Schleicher, das Paar aus Russland. Sie starten mit einem Delfin-Kopfsprung, gehechtet, nach hinten abdrücken, kurz anhechten. Ja, eine Synchronität oben, wo sie in die Hechte, in die Hüftbeugung gegangen sind, da war es nicht ganz synchron. Sehen wir hier, da ist marginaler Unterschied. Auch die Entfernung zum Turm ein bisschen verschieden. Nikita Schleicher ist ein bisschen weiter entfernt von der 10-Meter-Plattform. All das sehen die Kampfrichter, die jeweils links und rechts vom Beckenrand, vom Tor, von der Turmanlage sitzen. Natürlich sehr, sehr gut. Das ist dennoch ein toller Sprung, aber in der Synchronität eben nur eine 8. So, jetzt die beiden mit ihrer Premiere bei einem großen Wettkampf. Florian Pfandler da im Hintergrund und Timo Bartel. Florian Pfandler, 29. Generationenspringen ist das mit ihrem 1,5 Salto vorwärts. Timo Bartel, einer der Jungen, einer der Hoffnungsvollen im deutschen Wasserspringen und das machen sie ordentlich. Wertungen um die 8,5 in der Synchronität. Damit sind sie sehr gut über diesen ersten Durchgang gekommen. Knapp 50 Punkte reihen sich hinter Ukraine und vor Russland ein. Aber das ist alles noch ganz, ganz nah beieinander. Vadim Kaptur, die haben nochmal die Plätze getauscht, ist der Mann auf der rechten Seite. Und Artyom Baruski. Auch die können ein gehöriges Wörtchen mitreden, wenn es um die Medaillen geht. Sie starten mit dem gleichen Sprung wie die Deutschen eben gerade. Auch hier unterschiedliche Generationen bei dem Kaptur 29 und der junge Mann hier vorne, der ist 17. Und dieses Feld der 6, die im Finale stehen, beschließen, nachdem wir hier die exakt gleiche Wertung wie bei den Deutschen sehen, Noah Williams und Matthew Dixon aus Großbritannien.
Matthew Dixon aus Plymouth, Williams aus London, auch sie mit dem 1,5 vorwärts, schön getaucht. Kleines bisschen unterschiedliche Entfernung vom Turm. Das wird in der Synchronität ein paar kleine Abzüge geben. Aber wie sie oben in den Salto gehen, wie sie ihn öffnen, das ist gut. Ja, also alle sechs hier bei diesem ersten einfachen Hineinkommen in den Wettkampf ohne Probleme. Gehen sogar in Führung mit ihren Noten, also die ersten beiden Durchgänge mit dem Schwierigkeitsgrad 2,0. Da sind die Abstände erwartungsgemäß sehr, sehr gering. Das wird sich dann erst in den Runden 3 bis 6 ein bisschen weiter auseinanderziehen. Das hier sind nicht nur zwei Jungs aus dem gleichen Land, nicht nur aus der gleichen Stadt. Es sind auch zwei Jungs aus der gleichen Familie, die auch noch den gleichen Tag der Geburt haben. Zwillinge! Was gibt's besser im Synchronspringen? Zumindest vom Aussehen sieht das verdammt synchron aus, was die Statur und das Aussehen betrifft. Und auch im Sprung machen sie das gut. Wladimir und Azad Harutunjan aus Armenien. Beide aus der Hauptstadt, aus Jerewan. Jahre alt. Auch den setzen sie gut rein. Und jetzt wird's laut, weil die Gastgeber dran sind. Alexander Gorschkowosow links und Maxim Dolgov. Mit dem Auerbach. Das erkennen Sie immer daran, dass die Zehen so ein bisschen über die Plattform sich schleichen. Auch das super. Es ist neben dem Einzel im 10 Meter bei den Männern die spektakulärste Disziplin. Insbesondere, wenn wir dann die Top-Schwierigkeiten sehen werden. Die Kampfrichter können Noten vergeben zwischen 0, völlig misslungen, bis 10, absolute Weltklasse. Keinen Grund, auch nur einen Hauch abzuziehen. Wir sehen also hier bei diesen frühen Sprüngen Wertungen um die 8, 8,5, sogar mal eine 9 dabei. Das ist alles auf sehr, sehr hohem Niveau. Und auch bei diesem Versuch wird es wieder Wertungen 8 aufwärts geben. Der Kopfsprung vorwärts gehechtet von Nikita Schleicher und Alexander Belevtsev. Ja, also Wertung um die 7,5-8 für die beiden. Bleiben zunächst hinter den Ukrainern zurück. So. Florian Fandler. Mann rechts, Timo Bartel, der junge Mann aus Dresden auf der linken Seite, trainiert bei Boris Rosenberg. Auerbach-Kopfsprung gehechtet. Ja, Tauchphase nicht so schön. Bis dahin hat mir das sehr gut gefallen. Das war sehr, sehr schön abgesprungen. Gleichzeitig berühren sie die Hände, ziehen den Sprung schön auf. Dann allerdings Abzüge für die Einzelsprünge, weil eben die Tauchphase lange nicht so brillant war wie zuvor bei den Russen. Deutliche Spritzer zu erkennen bei beiden. Also bei den Einzelsprüngen die Abzüge, Sie sehen es, 7. Eine 7 geht mit hinein. Deutschen jetzt mit der gleichen Punktzahl wie die Armenier im Augenblick auf Rang 3. Die Weißrussen, wenn sie den gut erwischen, 50 Punkte holen, dann können sie hier in Führung gehen. Ja.
einzeln hätte das richtig gut ausgesehen, insbesondere wie Vladimir Kaptur da hinten diesen Auerbach-Kopfsprung gehechtet ins Wasser zieht. Da haben sie deutlich die Unterschiede auch mal zum deutschen Paar gesehen, was die Eintauchphase betrifft. Hier, die verschwinden einfach fast im Sog dieser 60 Kilometer pro Stunde, mit der die Springer auf die Wasseroberfläche treffen. Ziehen sie ihren Körper durch das kleine Loch hinein, dass die Hände stoßen. 47 Punkte. Für die Führung reicht es nicht ganz. Und auch der Auerbach bei den Briten. Also tauchen können die beiden super. Wasserspringen, ein Sport, der schon früh beginnt. Nicht ganz so früh, wie wir es da eben angeschnallt davor gesehen haben. Aber durchaus oft im Alter von 5, 6 Jahren die ersten spielerischen Hüpfer. Das geordnete Training beginnt dann meistens so mit 6, 7 Jahren. 48 Punkte für die beiden Briten. Und ich hatte es angedeutet, aufgrund der nicht so guten Tauchphase, Florian Pfandler und Timo Bartel mit leichten Abzügen und stand jetzt also auf Rang 5, gemeinsam mit denen hier. Und jetzt geht's zur Sache. Die 4 Sprünge ohne Schwierigkeitsbegrenzung. Alle können jetzt raufpacken, was immer sie drauf haben. Und die beiden starten mit einem Schraubensalto, dem 2,5-fachen mit 1,5 Schrauben. Ja, machen sie gut. Die 18-jährigen Harutunjan-Zwillinge aus Jerewan. Wirklich von der Synchronität gefällt mir das sehr, sehr, sehr gut. Die Besten packen hier noch eine Schraube dazu. Das sind die Ukrainer, die Russen, die den mit 2,5 Schrauben versuchen. Jetzt hier zunächst in der Version, wie wir den von den Ukrainerinnen, von den Armeniern gerade gesehen haben. Und ganz zum Schluss dann die Höchstschwierigkeit in Sachen Schraube mit 2,5 Drehungen. Also rückwärts wegspringen, gleich die Schraube einleiten, unten tauchen. Oh, die sind sich aber verdammt nahe gekommen da. Das war ja fast schon, wow, gefährlich. Springen zueinander. Sehen wir hier oben ganz gut. Und kommen dann sich sehr nahe, weil sie vor allen Dingen auch noch zueinander kippen. Da war hier oben 2 Meter, unten war es dann nur noch 1 Meter Abstand. Also wenn die beiden Hände dann parallel wirklich gewesen wären, dann hätten sie sich in der Luft berührt. Deswegen durchaus eine nicht ganz ungefährliche Geschichte, aber 76,80 Punkte, das ist schon mal eine ordentliche Ansage. Auch die Russen jetzt mit der Schraube, allerdings mit einer Auerbach-Schraube. Ganz spannender Sprung, springen nach vorn weg, Körper bleibt komplett lang zunächst und dann werden 3,5 Schrauben eingebaut. Toller, ästhetischer Sprung. Und das ist für russische Verhältnisse große Euphorie beim Trainer. Das Video bei der Trainerin hier. Unten eine kleine Kante bei Alexander Belevtsev. Sprung kippt da von hier aus gesehen so ein bisschen nach links weg. Hat einen Schwierigkeitsgrad von 3,4, einen Sprung, den man ganz selten im internationalen Maßstab sieht. Die meisten nehmen die Rückwärtsschraube. Auch die Jungs machen das, allerdings ganz zum Schluss. Jetzt erstmal der Delfin. Nicht einfach. Hinten wegspringen. Timo Bartel nochmal nachjustiert da hinten. Jetzt haben die beiden sich umgedreht.
Jetzt ist Florian Pfandler vorn und der kippt ein kleines bisschen über, aber das war ganz in Ordnung. Kommen oben zusammen weg. Timo Bartl, derjenige, der ein bisschen höher rausspringt. Und bei Florian Pfandler wird es Abzüge geben. Also Wertungen um die 7, 7,5. Das ist weniger, als die Russen und die Ukrainer vorhin bekommen haben. 70 Punkte für sie. Damit bleiben sie hinter den Ukrainern zunächst zurück. Natürlich auch hinter den Russen und auch den Armeniern. Aber das ist alles noch relativ nah beieinander. Auf Ukraine 11 Punkte. Auf die Russen sind es 8. Sie brauchen jetzt hier ein Ass. Eine 80, um in Führung zu gehen. Auch sie mit dem 3,5 Delfin. Und den machen sie aber bedeutend besser, als es die beiden Jungs aus Deutschland geschafft haben. Insbesondere die Eintauchphase ist brillant. Viel Zeit, sich vorzubereiten. Und da muss man dann ehrlich sein, in der Weltspitze bei den Männern vom Turm, ohne diese brillante Tauchphase, inzwischen ist man chancenlos auf eine Medaille. Es sei denn, es gibt einen ganz wilden, verrückten Wettkampf. Ja, 77 Punkte, fast die 80, schieben sich weiter nach vorn. Gleich ist die Hälfte des Wettbewerbs vorbei, wenn sie nämlich hier ihren ersten Sprung ohne Schwierigkeitsbegrenzung, früher sagte man die Kürsprünge dazu, auch sie mit dem 3,5 Delfin. Ja, das ist das, was ich angekündigt habe. Jetzt kommen die Schwierigkeiten und wenn man die halt unten gut reinbringt, dann werden die Abstände wachsen. Das tun sie schon in diesem dritten von insgesamt 6 Durchgängen. Bei Matthew Dixon und Noah Williams. Beide erst 17. 80 Punkte. Das ist die Führung für Team Großbritannien. Toller Sprung. Und die Deutschen im Augenblick alleinig auf Rang 6. Also haben sie noch ein bisschen Rückstand eingehandelt. Aber es ist ja durchaus noch eine Chance da. Keine 10 Punkte sind es bis zum Bronzerang. Und noch müssen alle drei Sprünge zeigen. Und das sind alles drei Sprünge mit voller Schwierigkeit. Jetzt der Delfin bei den 18-jährigen Zwillingen aus Jerewan. Das kurze Einzählen und da haben sie jetzt kämpfen müssen. Dieses Tri-Chitiri, dieses Einzählen 3-4. Ja, da ist auch mal eine 6, auch mal eine 7 dabei. Höchste, niedrigsten Wertungen fallen da immer wieder raus. 5 Wertungen kommen dazu. Wird dann ein Mittelwert gebildet, der 3 Wertungen entspricht. Also im besten Fall, wenn da immer die 10 steht, gehen 30 Punkte von den Wertungsrichtern in die Zwischensumme. Das Ganze dann multipliziert mit dem Schwierigkeitsgrad, der bei diesem 3,5 Delfin-Salto bei 3,2 sitzt. Oh, toll, ganz enge Hocke, ganz schnell gedreht. Großartig, wie das Maxim Dolgov und Alexander Goschke-Wosow da machen. Das war nass. Die haben fast 2 Salti schon in 10 Meter Höhe geschafft. Also, wenn man das mal umrechnet, die springen ab und schaffen fast einen Doppelsalto vorwärts aus dem Stand. Auf 5 Meter Höhe, da sehen Sie die Plattform, die drunter liegt, können die sich schon ganz entspannt in Richtung Wasser orientieren. Gibt ja
Zwei Mexikaner, die hier sogar schon mal den 4,5-fachen versucht haben. Schwierigkeit da, 4,1, aber das ist dann eben viel, viel Risiko. Dolgov, Gorsch, Gorsov machen es perfekt. 8,5, 9, gehen klar in Führung. 2,5 rückwärts, gehechtet. Schwieriger geht's im Rückwärts nicht. Den vor allem zu stoppen, das ist so schwierig. Aber das gelingt ihnen gut. Nikita Schleicher, Alexander Belevtsev. Nikita Schleicher, im vergangenen Jahr nur Siebter. Damals noch gemeinsam mit Viktor Minibaev in dieser Disziplin. Das wird heute viel, viel besser laufen für die Russen. Und jetzt Daumen drücken. Sie machen auch den 3,5 rückwärts in der gehockten Version. Also weniger Schwierigkeitsgrad. Die Variante der Russen bei 3,6. Ihre jetzt bei 3,3. Die Russen mit dem schwierigsten Programm aller Finalisten, wenn man es zusammenzählt. Die Deutschen eher hinten dran, nur die Armenier mit einem noch leichteren Programm. Ja, aber Florian Fandler eben wieder mit diesen Problemen beim Eintauchen. Der steht eigentlich gerade drin, aber dann gibt es diese Riesenfontäne und das ist der letzte Eindruck, der natürlich bleibt bei den Kampfrichtern. Da ist der Rücken ein bisschen locker und dann platscht es aber so doll. Sprung von Timo Bartel richtig gut. Aber es ist eben ein Teamwettbewerb. Es ist Synchronspringen und deswegen die Wertungen. Sie sehen es dann gleich hier bei Florian Fandler. Nur eine 5,5 geht da in die Wertung. Das ist bitter. Die zählt richtig doll. Deswegen nur 64 Punkte für die Deutschen und der Abstand nach vorn wird immer größer. 3,5 vorwärts. Team Weißrusslands, Vadim Kaptur da hinten. Diese Anlaufsprünge gar nicht so einfach. Man versucht die manchmal auch wegzulassen beim Synchronspringen, weil die Gefahr natürlich, dass man nicht synchron da oben wegkommt. In dem Fall haben es beide hervorragend gemacht. Ist durchaus da. Artyom Baruski schlägt da ein wenig über den Mann hier vorn. Bei diesem relativ einfachen Sprung, der mit einem Schwierigkeitsgrad von 3,0 das unterste Level dessen darstellt, was man hier in dem Finale zu sehen bekommt. Aber sie machen es eben von den Einzelwertungen dann doch besser als die Deutschen, schieben sich auf Rang 3. Letzter Sprung in diesem Durchgang von den jungen Briten. Sie jetzt auch mit dem Rückwärts, wie vorhin die Deutschen. Können sie den besser tauchen? Oh ja, das machen sie, auch wenn da ein bisschen der Rücken locker war. Aber sie machen das sehr, sehr clever, wie sie sich da unten hineinschieben. Ein bisschen flach, aber dennoch Wertungen um die 8. Sind nach wie vor dabei, werden ihre Führung aber abgeben müssen, ja. Still nice, na das ist doch eine gute Ansage vom Coach. Nach wie vor zufrieden, sie sind auf Medaillenkurs. Und fürs deutsche Paar wird es immer, immer schwerer. Das sind jetzt schon 19 Punkte bis auf Bronze. Was haben wir denn noch auf dem Zettel? Den 3,5 vorwärts, der muss brillant reingehen bei einem Schwierigkeitsgrad von 3,0 und dann die Rückwärtsschraube mit 3,2. Auch die Ukrainer jetzt mit dem 3,5 Vorwärtssalto. Ja, die haben sich jetzt während der Flugphase ein bisschen voneinander entfernt. Deswegen auch der Kameraausschnitt am besten natürlich ein bisschen größer. Jetzt waren die beiden kaum noch im Kamerabild zusammen vorhanden. Bisschen zu nah zugefahren. Wertungen um die 7,5 für
Wladimir und Ersatz Harutunjan. Die hier bisher einen tollen Wettkampf gezeigt haben. Beide starten ja zum ersten Mal im Synchronspringen bei einem großen Wettbewerb. Die nach 4 Durchgängen führenden Ukrainer. Jetzt mit dem 4,5-fachen Vorwärtssalto. Volles Risiko und das wird belohnt. Ekstatischer Jubel. Die Ukrainer, auch die Deutschen, eben mit dem 3,5-fachen und sie hängen noch einen dran. Der Unterschied in der Schwierigkeit ist immens. Für den gibt es 3,7 als Multiplikator, für den 3,5-fachen nur 3,0. Und dann bekommen sie die Tauchphase auch noch passabel hin. 88,80 Punkte. Das ist eine ganz heiße Wette auf Gold. Diese beiden hier aus der Ukraine. Maxim Dolgov aus Saporozhye und Alexander Gorschkowosow, der hier in Kiew lebt und trainiert. Können die Russen kontern? Mit dem 3,5 Auerbach. Jetzt haben sie deutlich gesehen, die Einzelsprünge wirklich toll. Aber man war deutlich hinten dran, was Alexander Belevtsev da hinten betrifft. Der wird viel später fertig. Und deswegen gibt es eben nur eine 7,5 für die Synchronisation. Jetzt war es deutlich zu sehen, dass sie also unterschiedlich gedreht haben. 77 Punkte, der Abstand zur Ukraine schon fast 25 Punkte vor dem letzten Durchgang. So, das Ding muss jetzt sitzen, am besten mal mit einer tollen Tauchphase. Ansonsten ist die Chance fast dahin auf eine Medaille, wenngleich das ja heute hier auch, das muss man ehrlich sagen, eine kleine Sensation gewesen wäre. Zum ersten Mal springen die bei einem großen Wettkampf zusammen und das machen sie gut, das machen sie passabel. Auch der Einzelsprung von Timo Bartel ganz ordentlich getaucht, aber Florian Fandl hat da eben immer wieder diese deutliche Fontäne, wenn er im Wasser verschwindet. Er hat genommen die 7,5. 67,50 für das deutsche Paar. Die bleiben nach wie vor hinten dran. Die Weißrussen brauchen jetzt einen 80er, um auf 2 zu springen. 60 reichen ihnen, um vorläufig Rang 3 zu sichern, aber die Briten kommen ja noch. Dreiner rückwärts gehockt. Bei dem Kaptur gut. Sein Partner allerdings mit Problemen bei der Eintauchphase. Und das gibt dann die entsprechenden Abzüge für Artyom Baruski. Eine der Wertungen im Einzel kommt hinein. Den bekommt er nicht gestoppt. Der fliegt drüber. Hier deutlich zu sehen. Und damit wird es schwer im Kampf um die Medaille. Nach diesem 63er bleiben hinter den Russen zurück. Das sind jetzt schon mal 16 Punkte. Im Augenblick noch Rang 3, aber Noah Williams und Matthew Dixon packen ja ihren Vorwärtssalto noch drauf. Und tauchen können die gut. Synchron sah das auch immer aus, beide ähnliche Statur. Synchron gedreht, aber nicht so optimal. Hinten sehen wir Stefan Feck und das deutsche Team, die natürlich die Premiere hier verfolgen von Florian Fandler und von Timo Bartel. Also nur 61 Punkte, eben nur 3,0 die Schwierigkeit. Also die Ukrainer mit ihrem 4,5 Vorwärts, der auch in der Ausführung großartig war,
haben hier für eine Vorentscheidung in diesem Wettbewerb gesorgt. In diesem vorletzten Durchgang nur 61 Punkte für die Briten. Das wird nochmal knapp. Liegen jetzt gut 5 Punkte noch vor Team Weißrussland und der Abstand der Deutschen auf 3. Naja, sind es 18 Punkte, weil eben die anderen jetzt auch mal gepatzt haben. Es ist schon vieles Verrücktes passiert. Selbst die Armenier haben ja jetzt noch die Chance. Also mit gut 9 Punkten Rückstand auf Bronze. Packen hinten den relativ einfachen Schraubensalto drauf. 2,5 Salti, eine Schraube. Machen sie solide, machen sie gut. Das hat mir gefallen, das Programm hier. Bei der Premiere die beiden 18-jährigen Zwillinge aus Jerewan. Da fehlt natürlich noch die absolute Schwierigkeit mit 16,3 zusammengezählt. Die Schwierigkeitspunkte liegen sie ganz am Ende aller 6 Paare. Deutschland, Weißrussland und Großbritannien folgen dann mit 16,7 und die Ukraine und vor allem die Russen mit dem absolut schwierigsten Programm. Ja, die können zufrieden sein und das kann jetzt der Sprung zu Gold sein. Es ist wieder die Top-Schwierigkeit in Sachen Schrauben. Sie haben vorhin den Sprung mit 1,5 gezeigt, jetzt also als Top-Schwierigkeit hinten drauf mit 2,5. Die werden lange in dieser Drehphase sein. Das muss ganz, ganz schnell gehen, damit sie dann auch Zeit haben, sich aufs Eintauchen vorzubereiten. 1, 2 und drehen. Ja! Schwierigkeitsgrad 3,6. Den gleichen zeigen dann die Russen. Aber der Abstand war groß. Das ist so schwer, aus dieser Schraubendrehung den Sprung zu stoppen und dann eben noch diese 1,5 Salti dran zu setzen. Aber das gelingt ihm gut. 81 Punkte für Maxim Dolgov hier links und Alexander Gorschkowosow. Der sieht mehr als gut aus. Mehr als gut aus in Sachen Goldmedaille. So, die Jungs müssten jetzt ein Vollass hinlegen, bräuchten 105,72 Punkte. Der war gut, aber so gut war er dann doch nicht. Also wenn sie jetzt von allen Kampfrichtern komplett die 10 bekommen hätten, dann wären in der Summe 30 von den Wertungen übrig geblieben. Das Ganze mit 3,6 wäre bei 108 Punkten gewesen. Dann wären sie noch an den Ukrainern vorbeigezogen. Aber die waren es eben dann doch nicht. Am Ende fehlen 25 Punkte. Die faire Gratulation der zwei Paare. Das ist schön zu sehen auf Sportebene. Die Ukrainer und die Russen, die in der Politik so viele Probleme miteinander haben. Hier bei den Wasserspringern funktioniert das weiter, wie auch in den Jahren früher, auf kollegiale, freundschaftliche Art und Weise. Der Abschluss für Florian Pfandler und Timo Bartel. Können Sie vielleicht mit Ihrem 1,5 Rückwärtssalto in der Schraubenvariante hier noch ein Stück vorkommen? Das ist auch wieder ein guter Sprung gewesen, insbesondere von Timo Bartel. Auch bis zur Eintauchphase von Florian Pfandler gut, aber eben dann diese deutliche Fontäne. Aber schön in der Synchronität nochmal die 8 im Schnitt. Und das ist dann auch ein ordentlicher Punktebringer bei einem Schwierigkeitsgrad von 3,2. Bei Sascha Klein und Patrick Hausting war es dann auch die Schraube mehr. Groß nach Haus, 73 Punkte. Das ist im Augenblick Rang 3. Und damit ziehen sie zumindest an den Armeniern vorbei und verlassen den 6. Platz. Na, das ist doch zumindest schon mal ein kleiner Erfolg. Werden den Wettkampf, also hier dieses Finale, als mindestens 5. beenden. Jetzt geht es um die Medaillen.
insbesondere zwischen Großbritannien und Weißrussland, nach ganz vorn können sie es nicht mehr schaffen. Ja, Synchronität oben in der Drehbewegung war nicht wirklich da. Das ist die Chance dann noch für die Briten. Ihren Vorsprung von 5 Punkten zu verteidigen. 70 Punkte für die Schraube und die Briten zeigen jetzt den gleichen Sprung. Ihnen würden also so um die 66 Punkte reichen. Nach ganz vorn geht gar nichts mehr, das ist auch theoretisch nicht mehr möglich. Da haben sie jetzt schon 116 Punkte Rückstand, selbst wenn sie jetzt überall die 10 bekommen würden. Aber in Sachen Medaille sieht's gut aus. Die beiden Briten. Zum ersten Mal im Synchron bei einer großen Meisterschaft dabei. Hat es angedeutet, auch noch junge Hirsche mit ihren jeweils 17 Jahren. Das sieht sehr, sehr gut aus, was die machen. Landen auf Platz 3 mit ihren 73 Punkten. Gratulation an Team Großbritannien, aber natürlich vor allem an die Gastgeber. Der nächste Sieg, das nächste Gold nach Ilja Kwascha gestern. Also Maxim Dolgov und Alexander Gorschkowozow, der Mann hier aus Kiew, schafft es. Willkommen zurück in Kiew zum zweiten Finale des heutigen Tages hier bei den Europameisterschaften im Wasserspringen. Und Sie sehen es, Tina Ponzel hat es geschafft, hat den Sprung ins Finale geschafft unter die besten 12 Damen des Kontinents. Eine ganz traditionsreiche Disziplin steht an. 3 Meter Brett der Frauen seit 1927 wird das ausgesprungen und Tina Ponzel hat es schon einmal eingetragen in die Gewinnerliste. Das war im Jahr 2013. Sensationell. Sie damals 17 Jahre alt mit dem letzten Versuch Tanja Kanjoto geschlagen und den Titel geholt. Das wird heute keine einfache Geschichte werden für Tina Ponzel. Kommen wir später noch drauf zurück. Insgesamt 12 Damen, Sie haben es eben kurz durchs Bild fliegen sehen, sind insgesamt dabei hier im Liko Sportcenter, etwas außerhalb der Innenstadt von Kiew, der ukrainischen Hauptstadt, in der diese Europameisterschaften gefeiert werden. Man ist stolz darauf, zum ersten Mal Gastgeber zu sein der kontinentalen Titelkämpfe. In diesem 2013 erbauten Bad. Gute, sehr gute Wettkampf und natürlich auch für die Ukrainer über das ganze Jahr verteilt perfekte Trainingsbedingungen. Daniela Nero aus Schweden eröffnet den Wettkampf mit einem 2,5-fachen Rückwärtssalto. Gehockt die 28-Jährige aus Stockholm. Michel Heimberg sehen wir, war schon mal im Einsatz. Mit Jonathan Sukko im 3-Meter-Synchron-Mixed. Da sind sie Fünfte geworden. Da gab es ja die erste deutsche Medaille. Tina Ponzel gewann sie mit Lou Massenberg eben auf diesen Brettern. Das war ein ganz solider 2,5-facher Delfinsalto gehockt. Die besten Damen springen den dann in der geächteten Variante. Da ist es ein bisschen komplizierter. Da drückt man die Knie durch und deswegen ist das Drehen nicht ganz so einfach, wie wenn man sich so ganz klein macht, in die Hocke hineingeht. Klein bisschen noch übergeschlagen, aber das war ein schön rausgesprungener, unten nicht ganz perfekt zu Ende gebrachter Delfinsalto. 55 Punkte für Michel Heimberg. Tina Ponzel wird als Fünfte an den Start gehen. Daran sehen Sie, dass hier heute nicht allzu viel gelungen ist im Vorkampf. Es war alles andere als optimal. Kaum mal Einsprung mit einer 7. Das ist eigentlich das, was sie normalerweise wirklich gut beherrscht. Aus Polen kommt Kaja Ryszczek. Ja, relativ simpler Sprung. Den machen die besten Damen dann noch mit einer Drehung mehr. Das war der 2,5-fache
Salto vorwärts in der gehechteten Variante mit einem Schwierigkeitsgrad von nur 2,4. Das ist, wenn ich das mal so überblicke, der einfachste Sprung, den wir heute hier im gesamten Wettbewerb sehen werden von den 12 Damen aus ganz Europa. Ja, 49 Punkte bei so wenig Schwierigkeit, da kommt man auch mit einer 7 eben nicht allzu weit. Das ist hier eine Dame mit einem ganz berühmten Namen, Jessica Favre. Der Papa ist allerdings kein Fußballtrainer, sondern war, wie auch die Mama, erfolgreicher Skifahrer. Pascal, sein Name, Jessica, eine der beiden Töchter. Sie zu Beginn mit dem 2,5-fachen Delfinsalto, und ich hatte es vorhin angedeutet, eben jetzt die Knie durchgedrückt. Und da muss man schon ein bisschen kämpfen. Das macht sie gut, wenngleich hier unten ein bisschen drüber kippt. Also beide Schweizerinnen haben es geschafft, hier ins Finale zu kommen. Grace Reed aus Großbritannien, das war die Überraschung in einem durchaus turbulenten Vorkampf, ist ausgeschieden. Die Britin am Ende nur auf Rang 19, lag auch daran, dass sie 0 Punkte bekommen hatte auf ihren 3,5 Vorwärtssalto. Weit abgeschlagen, ganz hinten. Sie hat es geschafft ins Finale und eröffnet jetzt hoffentlich sehr, sehr gut. Tina Punzel, 21, aus Dresden. Wie gesagt, vor 4 Jahren hatte sie diesen Wettbewerb damals als 17-Jährige in Rostock sensationell gewonnen. Mit dem letzten Sprung Tanja Cagnotto noch von der Spitze verdrängt. Die Titelverteidigerin ist ja nicht dabei, hat ihre Karriere nach Rio beendet. Frage ist, hält der rechte Knöchel? Den hatte sie sich verletzt im Februar. Guter, solider Start von Tina Punzel, kippt ein kleines bisschen über, aber schön elegant gesprungen, das kann sie, sehr enge Hechte. Bekommt auch hier wieder nur Noten um 6. Das war heute Morgen ein bisschen mehr, 54, da sind nochmal 3 Punkte weniger als heute Morgen. Hoffen wir, dass Tina Punzel den Weg in diesen Wettkampf hineinfindet. Wenn sie hier gut ihre Sprünge hineinbringt, dann ist durchaus eine Medaillenchance dabei. Wie gesagt, die Medaillengewinnerin vom letzten Jahr, Grace Reed, ist nicht dabei. Die war hier gestartet, die Bronzemedaillengewinnerin. Und Gold und Silber hatten damals Tanja Cagnotto und Oshi Freitag gewonnen. Die sind gar nicht erst angetreten. Tanja Cagnotto hatte ja ihre Karriere beendet. Leider auch nicht dabei Saskia Oettinghaus aus Rostock. Das war am Ende eine ganz, ganz knappe Geschichte. Da fehlten 25 Hundertstel, 0,25 Punkte. Daniela Nero am Ende, die Schwedin vor ihr. War kein wirklicher Patzer dabei, aber es hat dann am Ende nicht gereicht, um unter die besten 12 in Europa zu kommen. Sie ist die fast erfahrenste, neben Daniela Riero, die ist 28, sie 26, Anja Pysmenska. Hier aus Kiew, 200 rückwärts, toll! Sehr erfahrene Dame. Das ist hier ein Heimspiel für sie und da wird es Noten um die 7,5 auf jeden Fall geben. Bringt diesen 2,5-fachen Rückwärtssalto schön nach unten und ohne viel Spritzer auch ins Wasser. Anna Pysmenska, Wertungen um die 7,5, eine 8 sogar, 2 Achten dabei. Fallen dann beide raus, aber das war ein großartiger Auftakt für Anna Pysmenska, die in Führung geht mit ihrem wirklich wunderschönen 2,5-fachen Rückwärtssalto. Tina Punzel im Augenblick auf Rang 5, alles noch relativ nah beieinander, aber immerhin schon mal 13 Punkte Rückstand auf Pysmenska.
Jekaterina Nekrasova aus St. Petersburg. 17 Jahre jung. War schon mal auf dem Brett unterwegs in dem von mir schon beschriebenen 3 Meter Synchron-Mixed-Wettbewerb. Also eine Dame und ein junger Mann gemeinsam. Das ist ja gar nicht so ganz einfach, vor allem für die Männer, die sich ein bisschen zügeln müssen, nicht ganz so hoch rausspringen können. Und deswegen bietet es sich mal an, eine sehr erfahrene Dame und einen Junior eigentlich zusammenzupacken. Sie ist allerdings erst 17 mit Ilya Molchanov zusammen auf Rang 4 gesprungen. Und jetzt springen wir nach Westen in unser Nachbarland, nach Holland und sehen die 19-jährige Daphne Wills, die große Strapazen immer auf sich nimmt, um zum Training zu kommen. Lebt in Aalst. Und dann geht's immer nach Eindhoven. Ja, kippt da ein bisschen mit den Füßen oder tippt mit den Füßen ein bisschen weg vom Brett. Und wenn das die Kampfrichter sehen, gibt es da durchaus auch einen Abzug. Weil eigentlich muss man auf dem Brett stehen bleiben. Dieses Anwippen ist nicht erlaubt. Da kann es bis zu 2 Punkte Abzug geben. Dadurch gewinnt man natürlich ein bisschen mehr Höhe, wenn man vorher anschwingen kann. Jetzt hier in der Zeitlupe nicht mehr zu erkennen. Aber wie sie denn dann rausspringt, das sieht schön aus. 57 Punkte für ihren 2,5-Salto rückwärts. Daphne Wills noch vor Tina Punzel, die im Augenblick siebte ist. Und das ist eine junge Dame mit ihren 22, die schon eine goldene im Hotel liegen hat. Von diesem Brett gemeinsam mit Michael Verzotto Gold geholt hat im 3 Meter Mixed. Vorgestern ihr Start hier allerdings nicht optimal. Dieser 2,5-fache Rückwärtssalto nicht ganz zu Ende gebracht. Kippt dann mit viel Hohlkreuz noch hinein. Deutliche Fontäne zu erkennen. Wird die entsprechenden Abzüge für sie geben. Nur Wertungen um die 6. 54 Punkte, das ist exakt die gleiche Wertung, wie sie auch Tina Punzel für ihren 2,5-fachen Delfin-Salto bekommen hat. So, 2 nach oben in diesem ersten Durchgang. Insgesamt 5 Sprünge aus allen 5 Sprunggruppen werden die Damen zeigen. Inge Jansen, die 23-jährige aus Eindhoven, mit dem Rückwärts und den rettet sie unten, aber gerade noch so, dass war dicht auf dem Weg, ganz stark überzukippen. Hat sie noch ganz clever gerettet. Hier versucht sie, die Beine noch anzuwinkeln. Also wenn sie da die Knie lang lässt, knallt der komplett drüber. Die entsprechenden Korrekturen dann von den Trainern immer direkt nach dem Sprung. Dann wird der alte Sprung kurz ausgewertet und der Fokus gesetzt auf den, der folgt. Und sie war die Beste. Heute Morgen im Vorkampf Christina Ilinich, die 22-Jährige aus Jekaterinburg. Bei Olympia dabei gewesen in Rio im vergangenen August. Und das war ein schöner 2,5 rückwärts, ein bisschen locker im Rücken in der Eintauchphase, aber hat sie clever und lässig ins Wasser gezogen. Wird entsprechende Wertungen um 7 und 8 vielleicht sogar geben. Da kann man sich so ein bisschen ins Wasser schummeln bei diesen Rückwärtssprüngen. Wertungen um die 7, zweimal die 8 dabei. Anna Pysmenska im Augenblick vorn vor Jekaterina Nerasova und Elena, die beiden Russinnen, Tina Punzel 54. Und das ist schon dann ein deutlicher Rückstand. Schauen Sie mal, das sind schon mal 9 Punkte beim ersten Sprung. Kann sie alles viel, viel besser, aber man sollte nicht vergessen, sie hat eben diese schwierige Verletzung gehabt in Rostock vor dem internationalen Springertag. So komisch es klingt, aus dem Bad rausgelaufen.
und auf der Treppe umgeknickt, gestürzt. Fast 9 Wochen hat sie nicht richtig trainieren können. Und das ist im Kopf dann natürlich, weil viele, viele Trainingssprünge in den 2 Monaten verpasst. Sie hat natürlich trotzdem weiter trainiert, aber es fällt natürlich schwer, dann nur die simplen Trainingsformen zu wählen. Und dann fällt es halt schwer, diese schwierigen Sprünge so kurz vor den großen Meisterschaften einzuüben. Tina Punzel, die dann auch die tollen Reisen verpasst hat, auf die sie sich so sehr gefreut hatte. Sie hatte sich qualifiziert für die Einladungswettkämpfe in Dubai, in Peking, in Kasan, alles verpasst. Jetzt gilt es für die Deutsche, sich in diesem Finale zu motivieren und den nicht ganz so guten ersten Sprung vergessen zu machen. Der war bis zum Eintauchen sehr gut. Dann ein bisschen deutlich die Fontäne, die wir beim Eintreten ins Wasser sehen, von Michelle Heimberg mit ihrem 2,5 Salto vorwärts und der eingebauten einen Schraube. Fast alle mit der 6,5. Die 7 Kampfrichter können Wertungen vergeben von 0 bis 10. So, Kaja Sitzig hat Spaß am Wasserspringen. Ist ja eine kleine, aber sehr freudbetonte Trainingsgruppe. Die Polen immer wieder auch mal zum Training. In der Ukraine gibt es ja keinen 10-Meter-Turm. Oh Gott, den rettet sie aber gerade noch so da unten rein. Das hat hier oben schon nicht wirklich funktioniert. Und dann muss sie kämpfen und streckt die Beine gerade noch. Da sind die Hände schon im Wasser und ihre Beine noch gehockt. Irgendwie bekommt sie den gerade noch so gerade. Aber die Wertungen natürlich nicht im Spitzenbereich. Schauen Sie mal, nicht wirklich gelungen. Und trotzdem ist da eine positive Ansprache vom Trainer da. Schön zu sehen. Jessica Favre. Apropos Trainer, ein Deutscher, ja, seit einiger Zeit in der Schweiz. Auch ihr Trainer, Pascha Rosenberg, dessen Papa, der Trainer von Tina Punzel ist. Also, kurios, Papa und Sohn betreuen verschiedene Athletinnen für verschiedene Länder bei einem Wettkampf. Der Blick hier immer, wenn die Kameras umschneiden, dann auf die Athletentribüne, wo die Kolleginnen und Kollegen natürlich gebannt die Sprünge derjenigen verfolgen, die im Wettkampf sind. So, Tina, das geht besser als vorhin. Jetzt der 3,5 vorwärts. Das ist nicht so einfach, den vorn dann mit diesem Knöchel zu treffen. Anlauf muss passen. Gut, das kann sie alles noch besser. Den kann sie noch höher rausspringen. Aber ja, da war ja zumindest mal der Hoffnungsschimmer einer 7 dabei. Im Schnitt die 6,5. Das ist eben dann alles so in den End-50ern, gerade so die 60, jawohl, geht zumindest zunächst mal hier in Führung, steigert sich auf jeden Fall. Eine 60, die hat sie im gesamten Vorkampf heute Morgen gar nicht bekommen. Da war das Maximalste die 58, dann später für den Rückwärts. Also, sollte ihr Auftrieb geben. Sie ist ja eine, die immer wieder auch auf die Anzeigetafel schaut. Was habe ich selber bekommen? Wo liege ich im Wettbewerb? Das beruhigt sie einfach, um zu wissen, was nötig ist, um am Ende vielleicht den Schritt nach vorn zu gehen. Anastasia Nedobiga mit dem gleichen Sprung hinterher. Da gibt es auch die 7. Unten ein paar weniger Spritzer beim Eintauchen und das
bringt dann eben auch eine 7,5 mit in die Wertung hinein. Deswegen nicht nur 60, sondern 66 Punkte für die junge Dame aus der Ukraine. Und die nächste gleich hinterher, die 1,57 Meter große Anna Pysmenska. Erfolgreicher vor allem im Synchronspringen mit ihrer Partnerin Alena Fedorova. Hat sie viele Medaillen gewonnen auf europäischer Ebene. Sie jetzt mit dem Auerbach. Das sah im Ansatz ein bisschen abenteuerlich aus, aber das macht sie gut nach unten hin. Schöne enge Hechte, herrliche Körperspannung. Verschenkt da auch ein bisschen was. Ja, die Arme so auf Brusthöhe, auf Schulterhöhe so gehalten. Gar nicht richtig durchgezogen. Bisschen wilde Armtechnik, aber am Ende bekommt sie die Punkte und hat Wertungen um die 7,5 auf der Habenseite. Anna Pysmenska geht damit deutlich in Führung. Der 3,5 vorwärts, hineingekämpft von Jekaterina Nekrasova aus St. Petersburg. Das war ein harter Kampf bis zum Schluss. Wertungen um die 5,5, 6. 52,70 Punkte für sie. Rang 3. Ganz knapp noch vor Tina Punzel, die immerhin hier diesen Durchgang auf sie hier 8 Punkte hat gut machen können. Daphne Wills. Bei ihrem ersten großen internationalen Wettkampf. Jugendbereich natürlich oft schon dabei gewesen, unter anderem bei den European Games in Baku. Ja, erst ein bisschen beim Anlauf verschenkt, wie die Springer sagen. Also ein bisschen weit hinten weggesprungen und dann geht es automatisch natürlich ein bisschen nach vorn, weil nicht alles in Höhe investiert werden kann, weil man vom Brett ein bisschen weg muss. Beine ein bisschen offen, übergeschlagen, Wertungen um die 5,5. Rang 7, Tina Punzel bleibt vor ihr. Wird sich also in diesem Durchgang auf jeden Fall nach vorn verbessern. Jetzt ist sie Vierte, 3 stehen noch oben, unter anderem Elena Bertocci. Geht schnell los bei ihr. Kurz angepfiffen vom Schiedsrichter, der Schraubensalto und der ist gut. In Bologna in Italien hatte Wasserspringen bei den Frauen von diesem 3-Meter-Brett Premiere 1927. Vorbei, ist Zweite. Und Inge Jansen jetzt mit dem Auerbach. Ja, den stellt sie gut hin, das macht sie richtig gut. Von die Brettkante perfekt getroffen. Und unten, das hatte ich vorhin schon angedeutet, macht sie das ziemlich clever. Knickt da nochmal die Knie weg. 63 Punkte. Bleibt vor Tina Punzel. Aber das ist alles inzwischen ganz eng beieinander. Sie fokussiert mit diesen stechend blauen Augen die Position da ganz vorn an. Auch sie mit dem Auerbach. Gar nicht so viel Zeit, sich da aufs Eintauchen vorzubereiten. Nicht so schnell gedreht, aber sehr clever zu Ende gebracht von Christina Enich, der 22-Jährigen aus Jekaterinburg, die im letzten Jahr komplett daneben lag mit dieser Disziplin. 18. nur gewesen ist im Einzel vom 3-Meter-Brett. Das wird heute auf jeden Fall ganz anders werden. 57 Punkte, 120 in total und
Jetzt schiebt sich's dann doch ein bisschen zusammen. Tina Punzel jetzt siebte, aber eben wirklich nur noch mit gut 6 Punkten hin zu einer Medaille. 7 Punkte auf Silber. Pismenska ist schon ein bisschen enteilt, hat 10 Punkte Vorsprung auf Bertocci. Aber 3 Sprünge warten ja noch. Da ist alles noch drin, auch für Tina Punzel aus Dresden, die ja schon einiges erlebt hat bei vielen internationalen Wettkämpfen. Früh dabei war, ich hatte es angedeutet, mit 17 war sie schon Europameisterin. Daniela Nero bekommt die Hände nicht mehr gefasst. Die waren dann parallel zum Wasser, aber nicht mehr zusammen. Und dann kann man eben kein Loch ins Wasser stoßen, wo der Körper hineingleiten kann. Und dann gibt es Abzüge. Nur 4,5, 40 Punkte, das wirft sie zurück. Michelle Heimberg, die ganz hauchdünn, 6 Zehntel hinter Tina Punzel nach dem zweiten Durchgang lag. Sie jetzt mit dem Rückwärtssalto. Ja, macht sie gut, macht sie wirklich gut, die 17-Jährige aus Genf. Das Wasserspringerprogramm in der Schweiz bekommt neuen Schwung. Pascha Rosenberg, der in Lausanne das Programm betreut. Kaja Sosek. Jetzt mit ihrem 2,5-fachen Rückwärtssalto. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein, dass sie da bis zum Schluss kämpfen muss. Sprungkraft nicht so immens wie bei vielen anderen der jungen Damen. Vorhin beim Delfin war es ein langer Kampf. Wie ist es jetzt beim Rückwärts? Besser, viel, viel besser. Der gelingt ihr gut. Noch in der gehockten Variante, jetzt haben sie auch so ein bisschen gesehen, dass das nicht richtig ausgesprungen ist, sondern so ein bisschen unterbrochen wurde. Hier der Prozess nach oben, da fehlt dann eben 30, 40 Zentimeter Höhe im Vergleich zu den anderen. Aber sie zieht den gut unten rein, eine 7 ist mit in der Wertung, 56 Punkte, das ist doch mal nicht nur ein schöner Sprung, sondern auch eine wilde, aufregende Farbe, was die Nägel betrifft. Ungefähr in der Richtung wie der Badeanzug von Jessica Barber. Sie jetzt mit dem Rückwärtssalto in der gehechteten Version, also die Knie durchgedrückt. Genau den gleichen Sprung wird jetzt auch Tina Punzel zeigen. Das ist eigentlich einer ihrer sicheren Standsprünge. Ist ja kurios, dass die beiden, die erst der Sohn und dann der Papa betreuen, direkt hintereinander jetzt auch dran sind. Dann noch mit dem gleichen Sprung. Also eine schöne Vergleichbarkeit. Drücken wir die Daumen. Das kann ein Punktebringer sein, mit ihrer springerischen Eleganz. Gut, wieder nicht brillant. Timo Bartel, ihr Trainingskollege aus Dresden, mit dem sie viele Stunden im Wasser verbringt. Sehr unterschiedliche Wertungen. Aber den bringt sie sehr clever unten rein. Toll, zweimal die 8 dabei, die fliegen zwar raus, aber wir haben eine 7,5 mit in der Wertung. Und das ist einer der Punktebringer gewesen, von dem wir gehofft haben, dass er
zuschlägt. 64 Punkte. Sie steigert sich erneut. Vorhin der 60er am zweiten. Jetzt 64 Punkte nochmal obendrauf. Und der war deutlich übergeschlagen von Anastasia Nedobiga. Also, Anna Pysmenska vorn dabei. Die Kollegin hat zu kämpfen. Beide trainieren hier in Kiew. Beide bei Tamara Tokmancheva. 54 Punkte. Sie bleibt hinter Tina Punzel zurück. Die Führende. Jetzt mit dem 3,5 vorwärts, den sie nur gehockt zeigt. Oh, da wieder Schwierigkeiten. Das sieht sehr kurios aus. Habe ich so noch nie gesehen. In der Quascher sehen wir da den Europameister vom 1-Meter-Brett. Gestern zum, ich glaube, 7. Mal hat er seinen Titel verteidigt. Die Hände gar nicht nach oben genommen, sondern sie hält die so vor der Brust. Kuriose Technik. Aber sie bekommt sie gut nach unten rein. Knapp 60 Punkte. Für Anna Pysmenska, der Vorsprung, der schmilzt. Sie bleibt in Führung. Michelle Heimberg, die Schweizerin, jetzt knapp noch vor Tina Punzel, aber alles ganz eng beieinander. Jekaterina Nekrasova bräuchte 75, um in Führung zu gehen, und 65, um an Michael Heimberg aus der Schweiz und an Tina Punzel vorbeizuziehen. Ist ihr nicht gelungen. Sie rutscht in Position 4 direkt hinter die Deutsche. Und Daphne Wills. Auch sie geht's mit dem Vorwärts. Steht wieder relativ weit hinten im Brett. Durchaus kraftvoll ihr Sprungstil. Hier schön herrlich rausgekommen, dann ein bisschen weit rechts auf der Brettkante gelandet. Dann wippt das einen ja auch ganz schön nach rechts weg. Und dann schlägt sie unten auch deutlich wahrnehmbar schon fürs bloße Auge über. Die Kampfrichter haben ja diese Zeitlupen nicht zur Verfügung. 50 Punkte für Daphne Wills. Auch sie hinter Tina Punzel deutlich zurück. Jetzt Elena Bertocci. Sie mit dem Vorwärts in der gehechteten Variante. Oh, den kriegt sie nicht zu Ende. Na klar, versucht man da mit Applaus den Kampfrichter noch einzureden, dass er doch toll war, aber das war er nicht. Das war ein dicker Patzer von der Italienerin. Nur Wertungen um die 4,5-5 für sie. Das wirft sie zurück, und zwar deutlich. Tina Punzel nach wie vor auf Position 3. Aber es kommen ja noch ein paar, die vorhin besser waren, unter anderem sie hier, Inge Jansen. Sie jetzt mit dem Schraubensalto. Einen ansetzen, dann in die Schraubendrehung gehen, abhechten. Gut, aber auch mit dem Überschlagen nach hinten. Also alle haben jetzt hier so eine kleine Kante drin. Oh, da hat sie noch Glück, dass sie überhaupt dort oben noch wegkommt. Ganz am seitlichen rechten Rand von ihr aus gesehen des Brettes bekommt sie den gerade noch gerettet. Also da muss man den Hut ziehen, dass sie den überhaupt noch so nach unten bekommen hat. ...52,50. Auch sie bleibt hinter Tina Punzel. Also die macht einen großen Sprung von 7. Wohin? Zumindest auf 4.
Christina Elinich. Jetzt natürlich mit der Chance, an Michel Heimberg und Tina Punzel noch vorbeizugehen. Ja, das ist ein schöner Sprung gewesen. 60 Punkte braucht sie für Rang 2. 70 bräuchte sie, um in Führung zu gehen. Die wird es nicht geben dafür. Na, und der 6,5 im Schnitt. Christina Lindner, 63 Punkte. Bleibt auf diesem zweiten Platz, aber das ist alles ziemlich eng und das freut uns insbesondere für Tina Punzel, die sich weiter nach vorn geschoben hat. Ein Punkt noch bis zu Bronze und auch in Richtung Christina Lindner hat sie gut gemacht. 5-6 Punkte zu ihr, da ist alles noch drin. Spannung ist da. Bei diesem Finale vom 3-Meter-Brett hier bei der Europameisterschaft im Wasserspringen. Die Damen haben noch zwei Sprünge vor sich. Daniela Nero, 3,5 Salto vorwärts. Da fehlt auch einfach ein bisschen die Brillanz in den Sprüngen, diese Eleganz. Sie dreht diesen 3,5-fachen zwar zu Ende. Sehen da auch die Hände an den Knien, die ziehen und versuchen, die Drehbewegung hier noch ein bisschen zu beschleunigen. Deswegen die Springerinnen und Springer immer mit einem kleinen lederartigen Lappen auch ausgestattet, wo sie die Hände und den gesamten Körper vor jedem einzelnen Sprung trocken reiben, übrigens auch im Training. Und wieder schafft sie es nicht, die Hände zu greifen. Und dann ist es erstens unangenehm am Kopf und zweitens erzeugt es eine ganz schöne Fontäne. So, das ist die junge Dame, die knapp vor Tina Punzel gelegen hat. Jetzt mit dem 2,5-fachen Auerbach-Salto in der gehockten Version. Ja, das ist ein wunderschöner Sprung gewesen. Das ist keine Top-Schwierigkeit, die sie zeigt, aber die Sprünge sind gut ausgeführt. Schön hoch, die Knie zusammen. Schön aufgezogen über die Hechte, kontrolliert geöffnet. Wertungen um die 6,5-7 und die bekommt sie zurecht. 56 Punkte, eben deswegen nicht ganz so viel, weil der Sprung nur einen Schwierigkeitsgrad von 2,8 hat. Tina Punzel wird den gleich mit durchgedrückten Knien zeigen. Das ist ein bisschen komplizierter und da gibt es 2 Zehntel mehr, wenn dann multipliziert wird. So, mal schauen, ob sie es schafft, sich vom derzeit letzten Platz noch nach vorn zu kämpfen. 12 Punkte war der Rückstand auf Jessica Farbe aus der Schweiz. Ja, der Anwurf war komplett daneben. Konzentration weg. Keine Ahnung, was sie da gedacht hat. Gibt dann von jedem einzelnen Kampfrichter 2 Punkte Abzug. Also wenn sie den Sprung jetzt sehr, sehr gut reinbringt, sagen wir mal mit einer für sie Verhältnisse vielleicht sehr, sehr gut eine 7, wird es am Ende nur eine 5, weil sie diesen Anlauf abgebrochen hat. Großer Druck natürlich jetzt bei Katja Skrzek. Ja, der Applaus, der ist zwar nett gemeint, aber der bringt einen eher aus dem Konzept. Kann ja auch durchaus sein, dass die Sprünge nicht ganz so gut gelaufen sind im Training, dann hat man manchmal auch einen gehörigen Respekt vor so einem Sprung, insbesondere dem Auerbach, den sie da beim Anlauf auch nur ganz rechts an der Seite erwischt, geht drüber. So, das rote P für das Penalty. Also von den Wertungen, die Sie jetzt gesehen haben, jeweils 2 Punkte noch abgezogen. Am Ende nur 23 Punkte für Sie. Da wird es ganz, ganz schwer werden, an ihr hier noch vorbeizuziehen. Jessica Favre mit dem 2,5-fachen Auerbach-Salto, den dann auch in dieser Variante identisch Tina Punzel zeigen wird.
Das war in Sachen Anlauf diesmal genau andersrum. Da stand sie mit den Zehen ein bisschen über dem Brett und dann kann man durchaus schnell wegrutschen. Sie löst das noch relativ gut, öffnet ihn allerdings ein bisschen zu zeitig und oder hat auch ein bisschen wenig Höhe, um den wirklich zu Ende zu bringen. Versucht es noch zu ziehen. Der ist auch nicht bei ihr gelungen. So, jetzt aber Daumen drücken für Tina Punzel, für ihren 2,5-fachen Auerbach-Salto gehechtet. Vorn zunächst gut das Brett treffen. Einigermaßen vorn sein. Anlauf ist okay. Und der geht aber komplett drüber. Oh, ist das ärgerlich. Der war gut rausgesprungen. Viel Drehgeschwindigkeit und dann öffnet sie ihn viel zu spät und schlägt komplett drüber. Oh Mann, ist das ärgerlich. Das war die große Chance für Tina Punzel. Oh, nur 46 Punkte. Der war schon heute Morgen komplett daneben gegangen. Da hatte sie sogar nur 34 bekommen. Wenn mal der Wurm drin ist bei einem Sprung, sollten wir immer wieder nicht vergessen, dass sie 2 Monate lang in dieser entscheidenden Phase von Ende Februar bis Ende April kaum trainieren konnte, so gut wie keine Wettkampfsprünge vollführen konnte. Aber natürlich fiebert man mit. Der Sprung an sich war ja auch gut gelungen. Aber eben die Eintauchphase. Alles andere als optimal. Tina Punzel bleibt hinter Michelle Heimberg zurück. Jetzt sind es, vorhin war es ein Punkt, jetzt sind es 10 vor dem letzten Durchgang. Und jetzt die Führende. Mit Anna Pysmenska. 2,5 Delfin gehechtet. Naja, also auch der ist nicht wirklich brillant rausgesprungen. In Sachen Sprunghöhe und Eleganz ist das alles andere als optimal. Und bleibt vorn jetzt 7 Punkte vor Michelle Heimberg. Anastasia Nedobiga hat sich vor Tina Punzel geschoben. Ekaterina Nekrasova. Der gelingt nicht, kippt komplett zur Seite weg bei der Eintauchphase. Große Fontäne. Nur 36 Punkte für sie. Also zumindest kann die zweite Russin Tina Punzel nicht gefährlich werden. Daphne Wills. Für sie wird es auch schwer. Aber sie könnte sich zumindest an Tina Punzel weiter ranschieben. Einen guten 60er und sie ist wieder mitten dabei. Ja, ja, also in die 60er-Gegend sollte der sie bringen.
fehlt unten dann allerdings doch ein bisschen die Brillanz. Schön diese Hechte mit diesen umlegten Armen, die verschiedenen Techniken da, die Knöchel zu greifen. Nur 55, damit bleibt sie hinter Tina Punzel und zwar noch relativ deutlich mit 12 Punkten. Elena Bertocci. Vorhin der Verpatzte. Auch sie hatte also einen Patzer in ihrem Programm. Jetzt der Auerbach und der geht auch schief. Mit Michael Verzotto, da hatte sie Gold geholt im Mix-Synchron von dieser Höhe. Das wird heute hier aber nichts mehr werden mit einer Medaille. Das hatte so gut begonnen. Nur 42 Punkte für die Italienerin. Sie fällt weiter zurück. Inge Jansen. Kann sie jetzt von den Fehlern der Konkurrenz profitieren? Mit dem 2,5-fachen Delfinsalto. Mit 60 Punkten ist sie an Tina Punzel vorbei. 61. Ja, das wird irgendwas so werden in den N50ern. Vielleicht auch die 60. Sprung ein bisschen verdreht, ja, haben wir das schön gesehen. Der muss eigentlich von der Ausrichtung komplett gerade sein. Sie kippt ja ein bisschen hinüber, deswegen der Körper fast in seiner Gänze auch von der Seite zu sehen. Das gibt dann Abzüge. 58 Punkte, Rang 3. Und Christina Elenich beschließt diesen vorletzten Durchgang. Das ist ganz, ganz eng zwischen Jansen, zwischen Nedobiga und Punzel. Nur gut 2,5 Punkte. Auch der nicht optimal, auch der nicht optimal. Christina Elenich zeigt auch Nerven. Was ist denn hier los? Das ist ja ähnlich wie heute Morgen beim Vorkampf, als die jungen Damen immer wieder einen Patzer eingebaut haben. Oh, Wertungen nur um die 4 für Christina Elenich. Gibt's hier trotz des Patzers von Tina Punzel doch noch eine Chance auf die Medaille? Sie fällt zurück von 4 auf 6, aber Sie sehen's, es sind nur 3 Punkte hin zu Inge Jansen. Michelle Heimberg schon 10 Punkte weg, Anna Pysmenska scheint das trotz dieser abenteuerlichen Absprungbewegungen doch nach Hause bringen zu können. Es bleibt aber spannend, es bleibt packend. Der letzte der 5 Durchgänge steht an. Die jungen Damen noch einmal mit ihrem letzten Sprung in diesem Finale bei den Europameisterschaften, dem Sprung vom 3-Meter-Brett. Und wir starten mit Daniela Nero, der erfahrensten im ganzen Feld mit ihren 28 Jahren, der Studentin aus Stockholm. Und das war ein versöhnlicher Abschluss. Aber das muss sie dringend in den, ob sie das noch dringend in den Griff kriegt mit ihren 28, die Hände wirklich noch zum Greifen zu bekommen. Hier sehen wir es vielleicht nochmal. Da. Völlig kuriose Eintauchphase, dass sie die Hände nicht zusammenbringt. Eigentlich war die Zeit jetzt da. Also von 10 Meter darf sie sowas nicht machen, da geht sie permanent mit Kopfschmerzen nach Hause. Jetzt allerdings entscheidet sich vielleicht schon ein bisschen die Medaille. Die erste, die zu vergeben ist, von 3,5 Salto vorwärts gehockt. Michelle Heimberg aus der Schweiz. Drücken wir ihr die Daumen für ihren letzten Versuch. Der war gut. Der war gut.
Wertungen um die 7 für den 3,5 Salto vorwärts gehockt. Sie springt nicht die schwierigste Serie. Viele der Sprünge der Auerbach, der Delfin, der vorwärts nur in der gehockten Version, das ist weniger Schwierigkeit, aber sie bringt sie ganz gut ins Wasser. 57 Punkte für sie. Das bedeutet, wir hatten vorhin gedacht, 10 Punkte waren es von Tina Punzel, die müsste dann 67 schaffen. Das ist ein ordentliches Pfund, was sie liefern muss bei ihrem Schraubensalto, um dann noch an Michelle Heimberg vorbeigehen zu können. So, für sie wird es ganz schwer, diesen Wettkampf nicht als Letzte zu beenden. Vorhin mit dem Vorpaar beim Anlauf, offenbar, dass jetzt beim Finale, bei diesem 2,5 vorwärts mit einer Schraube, sie es beim ersten Versuch schafft. Geier Zrzek aus Polen. Ja. Ja. Der 2,5 vorwärts mit einer Schraube. Das ist der Sprung, den wir jetzt ehrlicherweise relativ häufig sehen werden. Und zwar bei den 1, 2, 3, 4, 5 nächsten. Und eine davon wird dann gleich Tina Punzel sein, die vorlegen muss. Ja, mit einer Serie, die ihr normalerweise im Schlaf nicht einfällt, heute im Vorkampf als Achte nur in das Finale eingezogen. Sie kann das viel, viel besser. Jessica Favre mit ihrem letzten Sprung. Oh, da hat sie oben schon beim Anlauf komplett das vergeigt. Schauen Sie dann mal, wenn wir das gleich sehen werden, die Füße gar nicht parallel am Brett, sondern da. Da, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie musste das machen, damit sie überhaupt noch mit beiden Füßen das Brett trifft, weil sie so weit nach links abgedriftet war. So, ich hoffe, Tina Punzel hat das nicht gesehen, ist jetzt in vollster Konzentration da oben. Nur 22 Punkte für diesen völlig verunglückten Schraubensalto und macht das jetzt viel, viel besser. Einen Patzer hat sie sich geleistet und dennoch ist in diesem verrückten Wettkampf jetzt noch eine Medaille drin. Aber der muss sitzen. Also die 67, die wird's nicht, um Michelle Heimberg da ganz vorn zu verdrängen. Sie bekommt aber Wertungen um 6,5-7. Das ist zumindest die Chance auf die Medaille. Mit 58,50 Punkten hinter Michelle Heimberg auf Rang 2. Sie weiß selber, dass sie das viel besser kann. Aber nochmal zur Erinnerung, 2 ganze Monate in der wichtigsten Zeit der Vorbereitung auf diese Saison nicht fähig gewesen zu springen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ja, der war gut. Der war gut von Anastasia Nedobiga. Und sie braucht ja nur so um die 56 Punkte, um an Tina Punzel vorbeizugehen. Und das gelingt ihr. Schiebt sich vorbei an ihr auf Rang 2 und damit sieht's, das müssen wir ehrlich sein, ganz schön düster aus mit der Medaille. Das entscheidet sich jetzt Anna Pysmenska. Also wenn sie den einigermaßen sicher runterbringt, dann geht sie hier in Führung. Nur 50 Punkte braucht sie für ihren Schraubensalto. Den kann sie locker mit einer 60. Das war's leider für Tina Punzel mit der Medaille. Schade, schade. Aber ich bin immer noch völlig verdattert mit ihrer Armhaltung, mit dem rechten Arm, was sie da macht. Vielleicht ja auch eine Verletzung. Ja.
Tja, Boris Rosenberg haben wir da rechts kurz gesehen, den Trainer von Tina Punzel, der jetzt mit ansehen muss, wie die Ukrainerin nach ganz vorn springt und seine Sportlerin auf den vierten Platz abrutscht. Inge Jansen hat dann noch die Chance, auch an Tina Punzel vorbeizuziehen. Im vergangenen Jahr war Tina Punzel ja Achte vom 3-Meter-Brett, aber da war, das müssen wir ganz ehrlich sagen, die Konkurrenz auch ein bisschen stärker. Tanja Candotto damals noch dabei und das Niveau doch ein bisschen höher. Daphne Wills, sie bräuchte jetzt 1 Ass. Das war ein schöner Sprung, um noch an Tina Punzel vorbeizugehen, aber der 2,5-fache Auerbachsalto gehockt, dann eben mit einem Schwierigkeitsgrad von 2,8. Kein wirklicher Punktebringer. Also die Dame, das haben wir hier gesehen, mit großen Problemen, was den Anlauf betrifft. Mal links, mal rechts, mal verschenkt. 53,20 Punkte. Rang 5 bleibt hinter Tina Punzel deutlich zurück und auch für sie wird es keinen Weg mehr in Richtung Medaille geben, nach den 2 verpatzten Sprüngen zuletzt für Elena Bertocci. Sie kann es vielleicht ein kleines bisschen mehr verbinden. Ich habe es angedeutet, sie hat schon eine goldene gewonnen vorgestern im Mixed Synchron. Aber der war zumindest ein richtig guter. Zum Abschluss der 2,5-fache Delfinsalto gehockt von Elena Bertocci. Eine steht noch oben. Ne, 2 sind es noch. Entschuldigung, Inge Jansen hätte ich da fast unterschlagen. Die durchaus noch die Chance auf die Medaille hat. Mit 75 Punkten, einem absoluten Ass, würde sie in Führung gehen. Mit 65 hat sie die Chance, hier eine Medaille zu gewinnen. Das sollte möglich sein. Mit dem 3,5-fachen Vorwärtssalto gehechtet. Ja, der war gut, der war gut. Aber das wird knapp. Rauchwertungen um die 7, 7,5. Stellt ihn schön gerade rein. Sie ist keine, die brillante Tauchkönigin ist. Wertungen um die 7. Sie bleibt zurück. Vierte. Oh, ist das bitter. 1/10 hinter Anastasia Nedobiga. 1/10 entscheidet am Ende vielleicht über die Medaille zu Ungunsten von Inge Jansen. Christina Illenich. Da muss jetzt alles passen für die Medaille. Bei ihrem Schraubensprung, der ist gut, aber ist er auch. Einen 70er Wert. Denn den bräuchte sie, um danach ganz vorn zu kommen. Und das wird nicht gelingen. Schauen wir auf die Wertungen, die jetzt ausgepackt werden bei Christina Illenich. Fünfte. Sie schiebt sich noch vor Tina Punzel ganz knapp.
Wieder gibt's Gold. Heute schon die zweite für die Ukraine, Anna Pysmenska. Und dazu noch eine Bronze noch oben drauf. Michelle Hellenberger aus der Schweiz. Toller Erfolg für das Springer-Programm in der Schweiz mit Silber. Und Tina Punzel mit, tja, einem dicken Patzer am Ende ohne Chance auf die Medaille. Das war's hier aus Kiew von den Europameisterschaften im Wasserspringen.